ob kleine Hänselei, große Streiterei oder sogar Gewalt. All das gibt es eben auch schon bei Grundschülern. Ändern wird sich das sicher nie. Wie man als Opfer und auch als Täter mit solchen Situationen am besten umgeht, lernt heute die 1a der Grundschule Ola. Ja, bei den Kindern kommt es super an und wir Eltern merken natürlich auch, die Kinder kommen nach Hause und unterhalten sich darüber beim Sport, wo wir viele der Kinder hier von der Schule auch zusammentreffen haben. Dann unterhalten sie sich, probieren das da auf dem Platz auch aus und wir merken also oder haben vom ersten Tag an den Effekt gemerkt, dass die Kinder Spaß dran haben. Insgesamt sind 237 Schulklassen an 22 Grundschulen in ganz Mönchengladbach an dem Projekt beteiligt. Ins Leben gerufen wurde es in Mönchengladbach vom Rotary Club Mönchengladbach. Das Projekt mit dem Namen Boxenstopp ist das größte Schulprojekt, das es je in der Stadt gab. Über 100.000 Dollar kamen dafür von Rotary International aus den USA. Auch viele Gladbacher Firmen haben Geld dazu gegeben. Für das Anti-Gewalt-Training stehen jetzt fast 225.000 Euro zur Verfügung. Komplett aus Spenden finanziert. Alle vier Klassen werden geschult und dies für 2 bis 3 Jahre. Also die Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Und wir sind sehr froh, dass es auch mit der Unterstützung der Schulleiter und des Schulamts für die Stadt Mönchengladbach möglich war, hier dieses bundesweit größte Anti-Gewalt-Projekt zu realisieren. Beate Brandenburg ist Trainerin beim Verein Gewaltfrei Lernen und hat heute ihre letzte Stunde gemeinsam mit der 1a. Gelernt haben die Kids schon einiges. Heute wird noch einmal verfeinert. Also die sind sehr, sehr aufmerksam. Es ist auf jeden Fall Handlungsbedarf da. Es heißt jetzt nicht, dass hier an der Schule sehr viel Gewalt herrscht, im Gegenteil. Also hier muss ich hauptsächlich, denke ich mal, so ein bisschen Selbstbewusstsein stärken. An der Körperhaltung haben wir viel gearbeitet. Für kleinere Konflikte gelten die 3 Stoppregeln. Beim 3. Stopp geht's auf zur Pausenaufsicht. Ist körperliche Gewalt mit im Spiel, geht's ohne die 3 Vorwarnungen ab zum Lehrer. Und selbst für Anstifter gibt es Regeln, um alles wieder gut zu machen. Wie machst du das gut, wenn du was machst? Wenn ich ein Bild male oder Stifte anspitze oder sowas mache. Die 1a weiß Bescheid. Bei Beleidigungen einfach weggehen. Sonst gelten die 3 Stoppregeln oder es geht direkt zur Pausenaufsicht. Für mehr Spaß und weniger Ärger auf dem Pausenhof.